Einen wunderschönen guten Morgen und damit auch herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Es war ja im Gegensatz zu heute wirklich ganz tolles Wetter. Wie ihr seht, habe ich künstliche Beleuchtung an, weil es noch früh ist und grau. Richtig grau draußen. Ich glaube, wesentlich heller wird es heute auch nicht mehr. Ja, es war ein wunderschönes Wochenende und wir waren gestern wandern. Und da habe ich ein paar Fotos für euch gemacht, die ich euch gleich im Anschluss noch zeigen werde. Ich habe wieder einen leckeren Kuchen gebacken und wir haben einfach das Wochenende genossen und uns was Gutes getan. Und dafür sind die Wochenenden ja auch da. Jetzt mache ich mich gerade fertig, also ich bin schon so halb fertig, Blush fehlt noch und ja, dann hatte ich vor, so schwer es mir auch fällt, meinen Kleiderschrank und meinen Schuhschrank umzusortieren. Ich mache das ja immer so halbjährlich, dass ich quasi die Sommer- und also die Frühlings- und Sommersachen griffbereit habe. Sowohl bei den Kleidern als auch bei den Schuhen. Und dann räume ich um auf Herbst und Winter. Und im Kleiderschrank geht das meistens ganz schnell, wenn ich gerade nicht aussortiere, weil ich das dann von einer Ecke auf die andere Seite packe und vice versa. Bei den Schuhen ist das schon etwas schwieriger, weil ich meine ja gerade nicht aktuellen Schuhe im Keller habe und die anderen im Garderobenschrank und dann immer Treppe auf Treppe ab muss. Aber nichtsdestotrotz, das werde ich heute bzw. diese Woche in Angriff nehmen. Und ich habe gerade, als ich geguckt habe, womit ich mich schminken möchte, gesehen, dass ich auch ein paar Sachen langsam mal aussortieren sollte, die ich immer wieder in die Schublade zurückgelegt habe, obwohl ich genau weiß, dass ich sie eigentlich nicht benutze. Und das habe ich an ein, zwei Sachen mal gerochen bzw. die näher betrachtet und gedacht, das ist jetzt vorbei. Also ich habe diese Woche viel aufzuräumen, viel umzuräumen und zu sortieren und bin gespannt, was die neue Woche wieder bringen wird. Ja, machen wir das Beste aus der herbstlichen Woche und ich freue mich, mit euch zusammen ein bisschen meinen Alltag zu teilen. Also bis später! Willkommen auf meiner Seite des Kleiderschranks. Wenn ihr schon öfter meine Videos geschaut habt, habt ihr den Kleiderschrank auch schon mal gesehen. Und hier hängen jetzt noch meine Frühlings- und
Sommersachen in den Regalen, sind sowohl T-Shirts als auch Tops und Pullover. Die sortiere ich je nach Jahreszeit immer so in greifbare Nähe sozusagen, also dass ich immer die aktuellen Sachen quasi auf Augenhöhe habe. Und da hinten in dem dunklen Eck sind momentan meine Herbst- und Wintersachen. Und hier noch, ja, Sweater, Wandersachen, Sportsachen, Jeans. Und da sind dann auch nochmal meine ganzen Sportsachen samt meiner Yogamatte. Und das werde ich jetzt einfach mal so umsortieren, dass ich hier jetzt hauptsächlich meine Herbst- und Wintersachen haben werde. Gibt natürlich ein paar Sachen, die ich auch quasi das ganze Jahr über anziehen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ich stelle euch jetzt mal ab und mache mich daran, meinen Schrank umzusortieren. Und hier ein kleiner Zwischenstand. Die Herbst- und Winteroberteile, die ich nicht falte, hängen jetzt hier. Und wie ihr sehen könnt, sind die nach Farben sortiert, weil ich das einfach übersichtlicher finde. Wenn ich nach irgendwas suche, weiß ich genau, wo ich hingucken muss. Und es beruhigt ungemein das Auge. Also ich bin mit dieser Sortierung nach Farben wirklich sehr zufrieden. Und da meine Farbpalette nicht allzu umfangreich ist, passt das auch ganz gut. Also insofern bin ich da zufrieden. Hier im Eck sind jetzt meine Sommersachen, die jetzt Pause haben für die nächsten paar Monate. Und dann geht's hier an die Regale, dass ich die T-Shirts und Trägertops nach oben pack und die Pullover- und Langarm-Shirts in Reichweite. Und das ging jetzt richtig schnell, weil ich dieses Mal nichts aussortiert habe. Und wenn man das schon alles, so ich es gerne eben habe, farblich koordiniert, ja, sortiert hat, dann braucht man eigentlich nur noch die Stapel, die gerade aktuell sind, in die entsprechende Höhe legen. Das heißt, ich habe jetzt hier unten, weil es noch nicht so kalt ist, meine dicken Pullover. Und hier, also diese drei Fächer sind eher die dickeren Pullover. Hier in dem sind auch noch ein paar dünnere dabei. Die habe ich ja jetzt quasi in, naja, nicht Augenhöhe, aber in Griffnähe. Hier meine Langarm-Shirts, die momentan noch aktuell sind. Und dann T-Shirts und Tops da oben. Und es wären ein paar Sachen dabei, ich sag's mal so, die ich aussortieren könnte, weil ich sie diesen Sommer nicht oder nur sehr wenig angezogen habe. Aber das lag hauptsächlich an fehlenden Gelegenheiten. Das heißt, ich werde jetzt mal bis nächstes Jahr warten und gucken, wie dann die Sommersaison aussieht, was ich davon anziehe und was nicht. Und dann werde ich entsprechend aussortieren und genauso dann auch mit den Wintersachen, wobei ich die wirklich schon sehr, würde ich mal sagen, verschlankt habe, die Wintergarderobe. Und ja, was ich sagen wollte, ich war ja in der letzten Zeit, so in den letzten 2 Jahren ungefähr, richtig gut, was das Aussortieren nicht getragener,
kaputter, zu großer oder zu kleiner Garderobe betrifft. Und insofern bin ich jetzt ganz gut dabei. Hier sieht man noch, ich glaube, das könnt ihr sehen, diese ganzen schwarzen Sachen. Das sind hauptsächlich Strickjacken und ein paar Blusen und Westen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag in letzter Zeit nicht so gerne schwarz anziehen. Wenn dann überhaupt grau. Grau war ja die letzten paar Winter sozusagen auch meine absolute Lieblingsfarbe. Das hat sich jetzt langsam wieder gewandelt. Ich tendiere jetzt eher zu helleren Farben wie Creme oder Karamell, wollte ich jetzt sagen, kommt aber aus gleiche raus, Camel, also diese bräunlicheren Sachen hier. Das ist das, was mir momentan am besten gefällt. Dadurch, dass ich so hellhäutig bin, steht mir Schwarz sowieso nicht besonders gut. Und ja, das sind jetzt nur noch so ein paar Sachen, die ich halt gelegentlich mal anziehe. Oder eine Weste, die ich eigentlich immer nur im Garten anziehe, wo ich mal Rosendorn oder sonst irgendwas dran reißen können. Das macht nichts aus. Aber ansonsten ist meine Farbpalette unschwer zu erkennen, eher im Blaubereich, dunkelblau, hellblau, verschiedene Grüntöne, beige, creme, braun, weiß und der ein oder andere kleine Farbklecks. Aber das sind so meine Wohlfühlfarben und das ist meine Farbpalette in meiner Garderobe. Es kann ja jeder so machen, wie er möchte. Ich trage gerne diese Farben, auch wenn mir andere vielleicht gut stehen oder jemand meint, eine dieser Farben steht mir vielleicht nicht. Ich fühle mich so wohl und das ist ja die Hauptsache. Ja, das war das für den Kleiderschrank und das Gleiche mache ich noch für den Schuhschrank, aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Soweit bin ich jetzt aber erstmal zufrieden. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und wie ihr hinter mir seht, habe ich heute mal wieder einen kleinen Food Haul, den ich mit euch teilen möchte. Ich habe schon mal so ein paar Sachen, die wir den Rest der Woche noch essen wollen, eingekauft. Selbstverständlich ohne die Sachen, die ich frisch kaufen muss. Und das wollte ich euch einfach kurz zeigen und zwar vor dem Hintergrund, dass wir diese Woche eine Veggie-Woche machen. Mein Mann und ich sind ja eigentlich schon so ein bisschen die Fleischfresser, aber als wir am Wochenende unterwegs waren, haben wir so ein bisschen uns drüber unterhalten, die allgemeine Situation, auch unsere gesundheitlichen Ansprüche an die Ernährung und so weiter und so fort und haben beschlossen, dass wir mal ein bisschen mehr so Richtung Veggie gehen wollen und das haben wir diese Woche ausprobiert, beziehungsweise probieren wir diese Woche aus. Und alles, was ein bisschen haltbarer ist für die Gerichte, die wir diese Woche kochen, habe ich schon gekauft, komme gerade nach Hause und ich lege einfach mal los. Es ist jetzt nichts irgendwie was Spezielles, Aufregendes, es sind ganz normale Lebensmittel, aber ich habe von euch ja schon öfter mal die Rückmeldung bekommen, dass ihr das ganz interessant findet, was bei uns so verkocht wird. So, es ist nicht alles nur zum Kochen. Ich habe zum Beispiel hier für meinen Mann wieder einen großen Topf Sahnejoghurt griechischer Art, weil er den sehr gerne isst mit Obst drin oder Honig drin oder was auch immer, habe ich ihm mitgebracht. Dann war Spinat im Angebot und wir brauchen für mehrere der Gerichte diese Woche Spinat. Also habe ich gleich mal 4 Stück gekauft von den 450 Gramm Packungen. Was wir auch unglaublich oft kaufen und unglaublich viel. Also solche Mengen habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen, sind Eier. Und ich muss dazu sagen, ich habe früher sehr gerne Eier gegessen. Schön. Immer noch das Stimmenproblem. Schön weich gekocht und dann Brot in Streifen geschnitten und eingetunkt, habe ich als Kind geliebt, auch als Erwachsene noch.
Und dann vor einigen Jahren war es mal so, dass ich jedes Mal, wenn ich Eier gegessen habe, so ein Frühstücksei, ich spätestens eine halbe Stunde später derart Bauchschmerzen gekriegt habe. Und ja, siehe da, ich war plötzlich von heute auf morgen sozusagen allergisch auf Hühnereiweiß. Und das war schon heftig, weil in vielen Sachen wie in Kuchen und so weiter ja auch Eier drin sind. In Kuchen, in Salaten und so weiter. Den Spruch muss ich mir unbedingt abgewöhnen und so fort. Ja, und das fand ich dann natürlich nicht so toll und habe mich schlau gemacht und habe gelesen, dass eine Hühnereiweißallergie auch temporär sein kann. Ich habe ja relativ viele Lebensmittelallergien, bedingt durch den Heuschnupfen, den ich habe, schon seit über 20 Jahren. Nein, seit über 30 Jahren. Das ist so eine Kreuzallergie. Und dann kam eben noch irgendwann Laktoseintoleranz dazu und dann plötzlich diese Hühnereiweißallergie, wo man sich dann wirklich fragt, was kann ich denn überhaupt eigentlich noch essen? Keine Sorge, es gibt genügend für mich zu essen. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, dann habe ich mich schlau gemacht und siehe da, ich habe mehrere Artikel dazu gefunden damals, dass bei Kindern zum Beispiel sporadisch temporär Hühnereiweißallergie auftreten kann. Dann sollte man ein paar Monate pausieren und das dann nochmal versuchen. Ich für meinen Teil habe ein paar Jahre pausiert. Ich glaube so 2, 3 oder 4 Jahre pausiert und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, versuch's einfach nochmal. Und was soll ich sagen? Es gab keinerlei Reaktion und seitdem esse ich Eier, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nie gegessen habe. Hart gekocht, jeden Tag, weich gekocht, am Wochenende, Kuchen, Salate und so weiter. Also wir brauchen ständig Eier. Das war jetzt ein langer Weg bis zu den Eiern, ne? Leider funktioniert das mit den anderen Lebensmitteln, auf die ich allergisch reagiere, nicht. Wobei ich sagen muss, dass scheinbar meine Laktoseintoleranz ein bisschen weniger geworden ist. Ich habe das ja damals testen lassen und der Test musste damals abgebrochen werden beim Arzt, weil ich gesagt habe, entweder ich platze jetzt hier an Ort und Stelle. Ich hatte derart Schmerzen. Und dann sagte der Arzt nach dem zweiten Mal Blut abnehmen, eigentlich muss man dann dreimal Blut abnehmen, sagte er, ja, ich sehe an Ihren Ergebnissen schon, dass da überhaupt gar nichts abgebaut wird. Das rutscht einfach durch. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ja schon OPs und diverse Sachen hinter mir. Der Laktoseintoleranztest war mit das Schlimmste. Also ich war wirklich den ganzen Nachmittag und auch noch den nächsten Tag völlig ausgenockt. Und das habe ich selbst nach diversen OPs noch nicht gehabt. Aber ich schweife ab, wir wollen uns ja ums Essen kümmern. So, speaking of which, laktosefreier Feta. Also ich kaufe nach wie vor für mich laktosefreie Produkte. Ich habe mir noch mal Tee mitgebracht, auch der war diese Woche im Angebot von Mesmer, ägyptischer Granatapfel und Apfelfeige. Der ist total lecker. Also ich finde den total lecker. Für meinen Mann Knäckebrot. Ich esse nach wie vor kein Brot. Das Einzige, wo ich Getreide zu mir nehme, ist im Kuchen, den ich ja auch schon gebacken habe diese Woche. Dinkelmehl, Nachschub. Dann brauchen wir für ein Gericht, ich glaube sogar, das gibt es heute Abend, einmal Crunchy Erdnussmus. Das, was ich sonst vom Lidl habe für meine Shakes, haben sie beim Lidl im Moment nicht. Und wir brauchen auch gesalzene Erdnüsse. Also das gibt es zu allen Gericht heute Abend. Und Käse brauchen wir diese Woche. Bergkäse, um genauer zu sein. Zwiebeln, Ingwer. Und
Cherry-Tomaten. Also das sind jetzt erstmal die Sachen, die ich heute gekauft habe, die eben etwas länger haltbar sind. Und die Sachen, die ich frisch brauche, die kommen dann am jeweiligen Tag, beziehungsweise kann ich das wahrscheinlich alles an einem Tag kaufen. Aber diese Woche ist komplett fleischlos bis zum Wochenende und ich bin gespannt, wie das klappt. Und in dem Sinne setze ich auch meine Low-Carb-Ernährung so ein bisschen aus, weil einfach vieles, was vegetarisch ist, einen höheren Kohlenhydratwert hat, sodass das nicht so ganz klappt. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Und dann werden wir sehen, was noch so ansteht. So, jetzt mal aus einer anderen Perspektive, nämlich vom Boden von meinem Arbeitszimmer. Ja, ich bin ja diese Woche so ein bisschen im Aufräummodus und nachdem ich meinen Kleiderschrank schon umsortiert habe von Frühling, Sommer auf Herbst, Winter, geht's heute an dieses Schubladenelement, wo ich meine Kosmetik, sprich mein Make-up aufbewahr. Und ich habe das ja in den letzten Jahren sehr reduziert. Einmal, als ich auf Naturkosmetik umgestiegen bin, da habe ich rigoros alles, was keine Naturkosmetik war, rausgeschmissen. Jetzt habe ich ja so in den letzten Monaten auch wieder konventionelle Kosmetik in meine Sammlung integriert, wenn ich das auch nicht Sammlung nennen würde, aber da fällt mir jetzt gerade kein anderes Wort zu ein. Jedenfalls habe ich ja festgestellt, dass nur Naturkosmetik meinen Bedürfnissen, wie sie gerade sind, auch nicht gereicht. Also ich muss das ein bisschen ausprobieren. Falls ihr ein Geräusch hört, stört euch nicht dran, das ist der Staubsaugerroboter, der unten seine Runden dreht. Aber ich stelle euch sowieso gleich auf schnellere Geschwindigkeit, dann ist der Ton auch weg. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich lasse mich immer so leicht ablenken. Also, ich gucke gerade einen Mittelweg zu finden zwischen Naturkosmetik, Wirkstoffkosmetik, unkonventioneller Kosmetik, die Wirkstoffkosmetik eher im Pflegebereich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde jetzt hier mal aussortieren. Wie gesagt, ich habe schon länger immer mal wieder aussortiert. Das seht ihr ja auch in meinen aufgebraucht und aussortiert Videos. Da bin ich eigentlich ganz gut dabei. Nichtsdestotrotz habe ich hier ein paar Sachen in den letzten Tagen in der Hand gehabt, die ich aussortieren werde. Und auch die werdet ihr dann wieder in einem aufgebraucht und aussortiert Video sehen. Und ich würde sagen, ich tackle jetzt mal diese Schubladen.
würde sagen, das hat sich doch gelohnt. Ich habe jetzt hier verschiedene Stapel gemacht. Das hier sind Sachen, die ich tatsächlich aussortiere, weil sie einfach hinüber sind. Hier habe ich ein paar Nagelhärte, Topcoat, was auch immer, Sachen, von denen ich einfach nicht überzeugt war, weshalb sie jahrelang im Schrank standen. Dann habe ich hier Nagelsticker, die ich eine Zeit lang wirklich gerne benutzt habe, aber da bin ich einfach drüber weg und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Der hier sieht sogar noch halbwegs original verpackt aus. Naja, halbwegs, aber ich weiß wirklich nicht, was ich damit machen soll. Im Zweifelsfall muss ich es halt entsorgen. Hier sind zwei Benecos Blushes bzw. Bronzer Duo, die ich beide mal geschenkt bekommen habe und ich habe beide noch nie benutzt. Die mache ich mal auf den Vielleicht-Stapel, also das ist der Vielleicht-Stapel. Mal gucken, ob ich die vielleicht auch mal ausprobiere oder dann eben auch wegtue, weil ja, ich brauche sie einfach nicht. Hier habe ich Nagellacke aussortiert. Das sind hauptsächlich glänzende und glitzernde Lacke. Essence, Rival, Altera, Catrice. Hier einer von, oh, das kann man so schlecht sehen, von Ulta. Den habe ich mal in USA gekauft. Genauso wie den hier von Soya. So ein schöner, blauer, glitzernder. Kiko, auch ein blau glitzernder. Pupa, den habe ich in Italien gekauft. In grün metallic glitzernd. Ja, also das sind alles solche Nagellacke, die ich einfach inzwischen nicht mehr trage, weil ich von diesem bunten Nagellack-Trip eigentlich runter bin. Und sollte ich jemals wieder farbige Nagellacke oder so buntfarbige Nagellacke auf den Fingern tragen, kaufe ich mir eben neue. Maximal trage ich noch was Buntes auf den Füßen, aber bestimmt nicht mit Glitter. Und hier habe ich noch ein Necessaire, das ich mal in einem Hotel bekommen habe, beziehungsweise von einem Hotel, als ich noch in der Reisebranche gearbeitet habe. Das kommt in einen anderen Schrank. Und meine Schubladen haben jetzt wieder ein bisschen mehr Platz.